Hey, was geht? Heute gucken wir uns mal an 16 Lebensmittel, die vorgeben, etwas anderes zu sein. Ja, warte mal. Da muss ich doch irgendwo. Ah. Kopfhörer anschließen. Mal gucken, wie mich besser hört dann. Losgehen, oder? Ja, so. Los geht's. Wie wäre es mit einem einfachen Ratespiel? Ich Ja. nenne dir den Namen eines Lebensmittels und du musst erraten, was es ist. Klingt einfach, aber je weiter du kommst, desto schwieriger werden die Fragen. Also los. Ist es ein Quiz oder Das so? erste Lebensmittel auf unserer Liste sind Cheetos. Aber was genau sind die? Wenn du Chips geantwortet hast, Erdnussflips. liegst du leider falsch. Die richtige Antwort lautet Puffs. Das liegt daran, wie Cheetos hergestellt werden. Was, Sie was? bestehen aus Mais? Falsch. Die richtige Antwort lautet Puffs. Das liegt daran, wie Cheetos hergestellt Was werden. hat er gesagt? Falsch. Die richtige Antwort lautet Puffs. Das liegt da. Falsch. Die Ich richtige. verstehe es nicht. Warte mal. Guck mal, ob ich Titel einblenden können. Ja, so ist es besser. Die Antwort lautet Puffs. Das liegt daran, wie Cheetos hergestellt Die werden. Antwort heißt was? Sie bestehen aus Mais und werden in einem Extruder in ihre charakteristische Form gebracht. Im Gegensatz zu Chips werden Puffs nicht frittiert, sondern können auf verschiedene Arten zubereitet werden, zum Beispiel gebacken. Okay, als nächstes haben wir ein Gericht namens Welsh Rabbit. Es schmeckt super lecker. Weißt du, was es ist? Obwohl der Name etwas verwirrend klingt, hat es nichts mit einem Kaninchen zu tun. Es ist ein altes Rezept aus dem 18. Jahrhundert mit viel heißem, geschmolzenem Käse auf Okay, Toast. ich mach mal runter Es diese schmeckt Welt. einfach göttlich. Löwenkopf. Ja, das ist ein Gericht. Und ja, der Name ist etwas irreführend. Hast du eine Idee? Löwenkopf klingt nach einem tierischen Gebilde, ist aber eigentlich nur ein chinesisches Fleischbällchen. Wenn man ein paar Brokkoliröschen dazu gibt, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es wie eine Löwenmähne aussieht und die Bällchen wie Köpfe. Aber das ist wohl eher eine poetische Vorstellung. Stell dir vor, du gehst in ein schickes Restaurant und auf der Speisekarte steht Kalbsbries. Du willst aber nicht wie ein Ahnungsloser dastehen und den Kellner fragen, was das ist. Kannst du es erraten und würdest du es bestellen? Nehmen oder nicht nehmen, das ist die Frage. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden, aber wenn du denkst, dass du ein Stück Kuchen oder einen fancy Muffin bekommst, wenn du Kalbsbries bestellst, wirst du enttäuscht sein. Kalbsbries ist nämlich die Thymusdrüse eines Tieres. Aber keine Sorge, das gibt es heute kaum noch in Restaurants. Was sich auf den ersten Blick fancy anhört, ist in Wirklichkeit nicht Prärie-Austern. Obwohl der Name an Austern erinnert, haben sie nichts mit Austern zu tun. Weißt du, was es wirklich ist? Hier ist das Rezept für Prärie-Austern. Eine Variante ist zum Trinken. Du brauchst nur ein rohes Ei, Worcestershire Soße und etwas scharfe Soße. Wer es noch schärfer mag, mag noch etwas Essig und Tomatensaft hinzufügen. Es gibt auch eine Version, bei der ein Stier in einen Ochsen verwandelt wird. Der Name des nächsten Gerichts ist poetisch. Man braucht viel Fantasie, um zu erraten, worum es sich handeln könnte. Ameisen klettern auf einem Baum. Was könnte das für ein Gericht sein? Ameisen gibt es hier nicht. Stattdessen handelt es sich um ein chinesisches Gericht aus der Provinz Sichuan, das Nudeln Bolognese ähnelt. Es besteht aus Hackfleisch, das in Form von Ameisen serviert wird, und Bohnennudeln, die Baumstämme darstellen. Das Gericht ist ziemlich scharf, da es Chilipaste enthält. Obwohl die Bedeutung der Chilipaste nicht bekannt ist, könnte sie einen heißen Sommertag symbolisieren. Das nächste Gericht heißt Bubble and Squeak und scheint recht einfach zuzubereiten zu sein. Überlege, was kann beim Kochen quietschen?
Tatsächlich gibt es einige Lebensmittel, die beim Erhitzen Geräusche von sich geben. Bubble and Squeak ist ein Gericht, das aus verschiedenen Gemüseresten zubereitet wird, die man normalerweise im Kühlschrank findet. Kohl soll das charakteristische Quietschen erzeugen, ist aber nicht die einzige Zutat. Typischerweise wird das Gericht mit Kartoffeln, Zwiebeln und eben Kohl zubereitet. Aber es gibt Raum für Kreativität und Variation bei der Zubereitung. Wie wäre es mit einem Gericht namens Waldhuhn? Ideen? Nein, das sind keine Chicken Wings. Das hat auch nichts mit Hühnern zu tun. Das ist ein Pilz. Und der hat viele Namen. Man kann ihn Hühnerkopf, Schafskopf, Tanzpilz und sogar Affenbank nennen. Meine Mutter holt es dauernd. Diese Pilze können gebraten gegessen werden, werden aber traditionell auch als Heilpilze verwendet. Normalerweise sind sie etwa so groß wie eine Kartoffel, aber manchmal wiegen sie bis zu 50 Kilo. Damit kann man eine riesen Pizza backen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hälfte der Fragen beantwortet. Jetzt kommt Parsons Nose. Ja, schwierig, ich weiß, aber ich gebe dir ein paar Tipps. Du hast folgende Möglichkeiten. Es ist ein Gemüsegericht, es ist ein Hühnchengericht oder es ist ein Kuchen. Die Zeit ist um. Auch wenn das Waldhuhn eigentlich kein Huhn ist, so enthält die Parsons Nose doch einen Teil davon. Genauer gesagt, den Hühnerhintern, erkennbar an dem kleinen dreieckigen Stück. Manche Köche entfernen es vor dem Braten. Andere lassen es dran, denn es schmeckt köstlich nach den Ölen, die das Huhn absondert. Jetzt wird's schwieriger. Was glaubst du, was Katzenzungen sind? Sie sind auf der ganzen Welt sehr beliebt. Ich meine, wer mag denn keine Kekse? Richtig, Katzenzungen sind Kekse, die in Frankreich, den Niederlanden und sogar auf den Philippinen sehr beliebt sind. Es gibt verschiedene Techniken, um diese besondere Form zu erhalten. Manche Köche verwenden Spritzbeutel, andere bevorzugen Formen. Die Kekse sind besonders zart und süß im Geschmack und können auch mit Buttercreme gefüllt oder mit Eis und Schokolade serviert werden. Ein wahrer Gaumenschmaus. Eierhüpfer ist der nächste irreführende Name auf unserer Liste. Was denkst du? Obwohl der Name Eierhüpfer an Grashüpfer denken lässt, hat dieses Gericht nichts mit hüpfenden Insekten zu tun. Optisch ähnelt es einem typisch französischen Crêpe. Doch statt Weizenmehl und normaler Milch werden Reismehl und Kokosmilch verwendet. Diese Zutaten lassen auf eine Herkunft aus Südostasien oder Indien schließen. Wir wissen jetzt, dass Eierhüpfer nichts mit Grashüpfern zu tun haben. Aber was ist mit einem Grashüpferkuchen? Obwohl Insekten in einigen Ländern in gekochter Form als Teil der nationalen Küche serviert werden, enthält ein Grashüpferkuchen keine Grashüpfer. Stattdessen besteht er aus Graham-Cracker-Krümeln, Pfefferminzcreme, Kakaocreme und einem Schuss Schlagsahne. Seinen exotischen Namen verdankt der Kuchen seiner Farbe. Und er ist köstlich. Als nächstes haben wir ein Gericht mit einem schrägen Namen. Es heißt, der Priester ist in Ohnmacht gefallen. Bei diesem Gericht werde ich dir ein bisschen helfen. Du musst nur raten, welches Gemüse dazugehört. Die Hauptzutat ist eine Aubergine. Dazu ein paar Tomaten und viel Olivenöl. Das Gericht hat einen intensiven Geschmack. Eskimo-Eiscreme. Na, willst du gleich zugreifen? Dieses Eis gibt es leider nicht in der Eisdiele. Es enthält zwar Beeren, aber auch Rentierfett, Robbenöl und sogar gemahlenen Fisch. Die Konsistenz soll schön cremig sein, aber nach Nachtisch schmeckt es nicht. Und jetzt Eiercreme. Wahrscheinlich hast du schon erraten, dass weder Eier noch Sahne drin sind. Aber was könnte es stattdessen sein? Es handelt sich um ein Getränk, das im Wesentlichen aus Milch, kohlensäurehaltigem Wasser und einem Sirup nach Wahl, meist Schokolade oder Vanille, besteht. Das Getränk wird in der Regel am Zapfhahn ausgeschenkt. Einige Händler haben versucht, das Getränk in Flaschen abzufüllen, aber damit es so erfrischend bleibt, müssen die Zutaten erst kurz vor dem Trinken gemischt werden. Und zum Schluss wird's spannend. Was steckt wohl hinter Bombay Duck? Was denkst du? Ein Dechsenfisch. Es ist ein Fisch, warum auch immer. Konkret handelt es sich um einen Eidechsenfisch, der in Sri Lanka getrocknet und gegessen wird. Er wird auch temperiert, frittiert oder als Curry zubereitet.
Das war's für heute. Wenn du noch weitere Lebensmittel mit... Oh, das war ein interessantes Video, wie ich fand. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video ein Like. Und bis morgen. Entschuldige, dass es so spät gedauert hat.